Jo, moin und hallo, liebe Mitmenschen. Willkommen bei den Transkrauts in der Woche 33. Auf besonderen Wunsch habe ich heute meinen Zahn draußen gelassen. Also ich meine, der ist ja raus, aber ich habe ja eine Prothese, wie ihr letzte Woche mitgekriegt habt. Und deswegen spreche ich heute mit einem Loch im Zahn. Ja, also, wie gesagt, wir haben die Woche 33 mit dem Thema Motivation. Wo ich das Gefühl habe, dass wir das eigentlich irgendwie schon mal hatten. Aber das sagen wir ja keinen. Ja, meine aktuelle Motivation weiterzumachen ist eigentlich einfach, dass ich jetzt wieder Arbeit habe. In der neuen Firma bin. Also ich mache denselben Job wie vorher. Ich habe nur eine neue Firma. Und dass ich dort jetzt auf männlichen Namen arbeite. Mein Chef weiß Bescheid. Der Co-Chef auch. Alle anderen wissen nichts. Also dass ich da sozusagen Stealth arbeite. Wie man das so schön umgangssprachlich auf Englisch nennt. Ja, Arbeit macht mir Spaß. Die Kollegen sind nett. Passing ist super, also meine Kollegen haben überhaupt nichts mitgekriegt bisher. Und ansonsten ist es ja einfach für mich persönlich die einfache Motivation, dass das Leben einfach lebenswert ist. Also das Leben ist immer schön und die Sonne scheint ja auch für mich. Also klar, es gibt immer dunkle Seiten im Leben. Die hat jeder, es hat jeder mal eine dunkle Phase. Aber auch die geht wieder vorüber. Also, ich hatte mich da heute auch gerade mit einer Taxifahrerin drüber unterhalten, weil bei uns in Hamburg sind wieder Menschen auf der U-Bahn-Gleise gelaufen und da wieder rumspaziert. Da haben wir uns drüber auch unterhalten, dass das eigentlich völliger Schwachsinn ist und dass, wie gesagt, das Leben ist trotzdem schön. Und dass da einfach Menschen den Freitod wählen und dabei Unschuldige noch mit reinziehen. Weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, wie schlecht es um diesen Menschen geht, aber ich muss sagen, mir geht es an sich wenn man die Ursachen bedenkt und die Probleme bedenkt, eigentlich auch ziemlich schlecht, aber eigentlich geht es mir noch fast zu gut, sag ich mal, damit. Also, mir geht's ja gut. Und von daher, warum sollte ich dem Ganzen ein Ende setzen? Also, sowas motiviert mich ja auch, wenn man jetzt, ich habe ein gesundes Leben, ich habe zwei Hunde, die mich lieben und die ich liebe, ich habe Familie, ich habe meinen Bruder, also Familie, ich mein Bruder und so, ne? Also was sollte mich da nicht motivieren? Wie gesagt, die Sonne scheint auch für mich, ich habe eine eigene Wohnung, ich habe einen Job, ich habe Geld. Also sehe ich keinen Grund, da mein Leben am Ende zu setzen oder hier zu stoppen. Es geht ja alles voran. Wie schnell, das ist ja unterschiedlich. Und das liegt ja an jedem selbst, wie schnell und wie viel er macht. Also, und so wie es mir geht, geht es mir gut damit. Und das motiviert mich. Also. Ja. Würde ich mal so sagen. Ja, und ansonsten habe ich erzählt, ich habe jetzt wieder neue Arbeit. Wo ich gleich die Meisterrüstung abbekommen habe. Jetzt klingelt mein Telefon. Das ist bestimmt mein Großvater. Aber ich gehe da jetzt nicht ran. Ich rufe nachher zurück. Also, ich habe einen wunderschönen Sonnenbrand, wie nicht zu verkennen ist, weil ich den ganzen Tag auf Arbeit draußen stehen muss. Und weil mein Telefon jetzt nicht aufhört zu klingeln, würde ich mal sagen, Tschüss aus Hamburg.